Herr von der Osten, wir kennen uns schon seit vielen Jahren, vor allen Dingen als Sammler von Künstlerplakaten, worüber wir uns eigentlich noch nie so unterhalten haben, dass ja mindestens die Sammelleidenschaft für die Künstlerbücher genauso groß ist wie die Künstlerplakate. Das ist bestimmt sicher ein großer Punkt, dass man bei Künstlerbüchern sehr viel machen kann, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt immer sich ein Picasso-Gemälde kaufen könnte jetzt. Nein, man muss ein bisschen informiert sein, Bescheid wissen und eben auch Kenntnisse und Erfahrungen haben auf diesem Gebiet und dann einkaufen können. Ne? Wie grenzt man sich überhaupt bei diesem riesigen Thema ab? Also Grenzen sind bei mir eigentlich im finanziellen Bereich. Ja, ne? Aber es gibt sicherlich auch Künstler, wo Sie sagen, also das... Das wird genommen. Es geht eigentlich Jahr für Jahr weiter mit den Neuen aus New York oder was weiß ich. Richard Prince sowieso. Ja. Da ist eine Menge zu machen und zu schaffen für mich als Kleinsammler. Und